So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir werden heute mit dem Mönch des Psijig-Orden reden und ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Bitte macht euch. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was ist mit allen Ich passiert? möchte einfach nur mit euch reden. Ja, ist auch in Ordnung. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Okay, aber was hat das mit mir zu Diese tun? Kette von Ereignissen habt ihr in Saartal in Gang gesetzt. Ihr müsst verstehen, dass der Psijig-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Ja, der kann ja mir eh Der gestohlen wird für bleiben. mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Okay, aber was ist denn das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Okay. Also ich helfe euch, aber ich weiß nicht, was zu tun Leider ist ist. uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Okay, wer ist das? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Okay, wo finde ich den? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Mein Ziel oder eher Wolltet ihr etwas sagen? euer Ziel? Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Was wollte der Psijik? Genau, erstmal ihn hier fragen. Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Okay, Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. okay, cool. Das Bis zum heißt, nächsten wir Mal soll das wissen. bedeuten. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bräuchten. Ach, Arcano, du oder Ancano, du brauchst gar nicht so zu tun. Warte mal. Finde den. Okay, der wird mir aber schon irgendwo angezeigt. What? Okay. Ah, Tolf Die dir. Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns. Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte,
Es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Okay, wo finde ich die Müllgrube? Der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Die Müllgrube. Okay. Lebt wohl. Nö. Ich bin mir nicht sicher, was ist, aber ich werde... Alter, kannst du mal aufhören, mir hinterher zu rennen? Du bist ja... Oh, hau ab jetzt, ey. Das da soll die Müllgrube sein, okay. Also ich muss zugeben, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wenn er schon sagt, dass es hier unten nicht besonders angenehm wird, dann werde ich schon mal meinen Bogen ziehen. Okay. Ah, ich höre Draugre. Draugre hier unten? Warum beseitigt man sowas nicht? Also, jetzt mal no joke. Warte mal, Halle der Bekräftigung? Lass mich mal einmal hier reingehen. Wie bitte? What? Ach, Laber. Soll hier nicht auch irgendwo mein Bett sein? Oder gibt es hier zwei verschiedene Hallen? Ja, wie dem auch sei. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder runter. Ah, hier ist mein Bett, ne? Ne, ist auch nicht mein Bett. Hier geht's nach Himmel dran. Warte mal, wenn ich jetzt hier rausgehe, wo lande ich denn dann? Ja doch, Halle der Bekräftigung. Hier ist das Tor. Ach, es gibt zwei Wohnquartiere und hier ist die Halle der Leistungen, ne? Ja, Halle der Leistungen und da drüben ist die Halle der Bekräftigung. Okay, jetzt verstehe ich, was hier los ist. Okay, hab kapiert. Ja, ja, alles gut. Verstehe. So, dann gehen wir wieder hier unten rein in die Müllgrube. Okay, ich hab verstanden. Und chillt hier unten ein Stuhl. Irgendwie ein Knast oder was? Oh, ein Dolch, ein geweihter Eisendolch. Den nehmen wir mit. Wo ist denn der Mr. Draugre? Ich hab dich doch genau gehört. Nice Geist sehe ich hier unten, okay. Und dann wird hier unten einfach der Müll reingeschmissen, oder was? Warum chillt man hier unten? Opferschrank. Okay. Hier unten wird sich mit Sicherheit auch noch irgendwas abspielen. Da möchte ich für wetten. Was ist das denn da? Die Atronarchenschmiede? What? Moment nochmal, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Satri Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch, sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeiten hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass sie euch dort auszeichnen, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, als ich sie auch mal besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu. Nochmal.
Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Atronarchenschmiede genannt wird. Ein kleines Projekt, das ich in Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sonst fragt eure Mitschüler nach dem Ort namens Müllgrube. Sondern fragt eure Mitschüler nach dem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort auf meinen Reisen in Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Atronarchenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat. Und noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Experimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können. Die Schmiede besteht aus einem großen Podium von fast primitiver Machart, aber verziert mit traditionellen dederischen Runen. Sie weist einen Opferstock sowie einen hervorspringenden Hebel auf. Zudem ist ein großer Anbau zu sehen, der offenbar ein großes rundes Objekt annehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handelt oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem bestimmte Gegenstände in den Opferstock gelegt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht die Gegenstände und beschwört etwas auf das Podium. Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen. Ah, cool. Planlos herumexperimentieren ist gefährlich. Okay, Feuersalz und Rubin. So kann man Atronarche da beschwören. Okay, aber hier gibt's noch irgendwas. Also irgendwas muss hier tatsächlich noch passieren. Gib ihr einen Sockel. Mir fehlt der notwendige Gegenstand. Das klingt doch schon wieder nach irgendeinem dädrischen Ding hier. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Da ist doch schon wieder irgendwie ein Dädra-Artefakt am Start. Das müssen wir uns mal genauer angucken nochmal. Ah, perfekt. Wir hätten noch einfach hier die Treppe runtergehen können. Okay, da ist wieder der Draugre, der da irgendwo aktiv ist. Wir sind auch noch nicht so richtig festgestellt, wo der ist. So. Einmal einen Schluck Kaffee getrunken. Ach du Scheiße. Also man kann hier auch irgendwie runterspringen, aber dann komme ich hier erstmal nicht mehr hoch, weil... Ja, da muss ich mal gucken, was man da nochmal machen kann bei diesem Podium. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand. Also habt ihr ja gesagt, wir haben noch nicht den richtigen Gegenstand. Damit zwei Wege. Schön groß hier unten noch, ne? Warum erschließt man diese Gänge und so nicht? Da hat man doch noch voll viel Platz. Oh, da ist noch einer. Aha. Wait, what? Okay. Oh ja, okay. Bruder, entspann dich. Also hier ist auch nochmal irgendwie was mit der gleichen Rune. Ach, guck mal einer hier, Schlüssel des Ermittlers. Die vermissten Studenten wurden heute Morgen in der Müllgrube gefunden, tot, wie erwartet. Keiner von uns machte
diesem Zeitpunkt mehr die Mühe, einen Lebenerdenkenzauber für die Suche aufrechtzuerhalten. Die Leichen wurden zusammengefunden und jede wies die gleichen Deformitäten auf. Abgeblätterte und blasige Haut an den Armen und im Gesicht. Beschwörerbrand, wie es an der Akademie gemeinhin genannt wird. Es bestehen kaum Zweifel, dass sie sich an einem Beschwörungsritual versucht haben, das ihre Fähigkeiten weit übersteigt. Das Relikt in der Nähe räumte jegliche Zweifel an dieser Theorie aus. Ich gebe zu, dass ich noch nie so etwas gesehen habe. Eine große segmentierte Skulptur eines Panzerhandschuhs, dessen Handfläche das dädrische Zeichen aufwies. Jeder Versuch, ihn zu bewegen, war vergeblich. Ich muss ihm den Erzmagier Sedoth bei seinem bevorstehenden Besuch zeigen. Vielleicht weiß er mehr. Wir konnten das Relikt zwar nicht bewegen, aber es gelang mir, 4 Ringe davon zu entfernen. Ich bin sicher, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Ritual, das die Studenten versucht haben durchzuführen. Ich werde sie im Arkaneum verwahren, bis wir einen Beschwörungsmeister befragen können, um mehr darüber zu erfahren. Okay. Das heißt, wir müssen die 4 Ringe finden im Arkaneum. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Mal Weizen und Knoblauch mitnehmen. Ziegenbein, nö. Also meine Befürchtungen wurden bestätigt. Oh, guck mal, hier sind wieder Spinnennetze oder sowas, ne? Mal wegmachen hier den Mist. Ach, erzähl mir doch keinen. Hier unten chillen Rospisspinnen. Na gut, das geeignete Habitat hier unten, ne? Für die Viecher. Oh gut, hier ist dann jetzt auch zu Ende. Ach ne, ich laber Scheiße, hier unten ist nicht zu Ende. Okay, aber hier wäre es auch noch lang. Also da oben war noch ein zweiter Weg. Was? Ziel Himmelsrand? Moment, what? Okay, aber wenn ich hier runter hüppe, ist das Point of No Return. Das ist Quatsch, da wollen wir ja nicht hin. Na gut, wir müssen dann wieder nach oben erstmal. Ne, Quatsch, falsch rum, hier geht's lang. Dann erstmal wieder hoch. Dann müssen wir den anderen Weg gehen. Aber wir haben hier unten auf jeden Fall, gibt es hier unten noch eine dädrische Quest, so wie es aussieht. Also hier gibt es wahrscheinlich noch irgendein Dädra-Artefakt oder so. Da müssen wir mal im Arkaneum gucken, ob wir da irgendwas finden. Fragen wir den mal nach den Ringen. Ansonsten müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir die irgendwo klauen oder so. Genau, weil wir sind jetzt eben da lang gegangen, dann geht es jetzt aber auch noch hier lang. Ja, und da sind wir auch schon gleich richtig. Guck mal, so wie es aussieht. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. What? Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Ja, mal auf den Bums hier. Ah ja, hello. Sieht wohl ganz so aus, ja. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. What? Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Okay, und wonach suche ich denn? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn.
wissen, ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Talmor, welche Talmor? Der auf den Namen Alcano hört. Ah, ich wusste, dass mit dem was nicht stimmt, ey. Er suchte Informationen über das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Okay, und was benötige ich? Kann ich nochmal mit dir reden? Ja, das hatten wir ja schon. Ja, der gut, das. Toll, jetzt hat sich das. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Okay, ich sollte zu euch kommen. So ist es. Also machtet ihr euch auf die Suche, nicht wissend warum. Wie andere vor euch folgt ihr blindlings einem Pfad in euer eigenes Verderben. Auch der Talmor kam und suchte nach Antworten, nicht wissend, dass sie sein Verderben bedeuten würden. Euer Pfad folgt nun dem seinen, doch ihr werdet zu spät kommen. Okay. Nein, doch ihr könntet der Letzte sein. Auch derjenige, der sich Ancano nennt, suchte mein Wissen, wenngleich er andere Fragen hatte. Euer Pfad unterscheidet sich von den meisten anderen. Ihr werdet geleitet, zu etwas hingeführt. Es ist ein guter Pfad, den schon viele beschritten haben. Ein Pfad, der eure Akademie zu retten vermag. Ich will euch sagen, was ihr wissen müsst, um darauf weiterzugehen. Okay, cool. Dann erzähl. Was brauche ich denn? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay. Dann machen wir das doch mal. Lydia, du bist schon wieder ein bisschen im Weg, ne? Alles klar, ab zum Erzmagier. Der wird das jetzt eh abschmettern als Scheiße, weil er den Typen ja sowieso nicht leiden kann. Ah, Tolft hier wieder Mist gelabert. Ja, Tolft hier ist immer schuld. Ich hasse es, wenn Leute so die Augen vor der Wahrheit verschließen, ey. Ach! Laber, ich hab dich gefunden. Warte mal, der hat da auch Pfeile mit, ne? Ja, du, dich brauch ich gerade nicht. Ich will die Nordpfeile von ihm haben. Okay, cool. Muss ich nochmal überlegen, wo bin ich denn hier überhaupt gekommen? Hier? Ah ja, hier war dieses Ding. Ah ja, guck mal hier geht's raus. Und da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal dieser Beschwörung hier annehmen, die da war. Da werden wir mal gucken, diese vier Ringe aus dem, die müssen ja irgendwann mal Kaneum sein. Und dann werden wir wahrscheinlich an jeden Ring, an jeden Finger einen Ring machen müssen. Und dann, wird das irgendwie wahrscheinlich dann, da wird dann irgendwas passieren oder so. Mal gucken. Ich will da auch rein. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Grüß dich.
Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie... Ja? Genau, ich habe wichtige Informationen. Bitte was? Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Noch einmal alle daran erinnern, dass die Schule... Und woher wisst ihr das? Völlig legitime Schule der Magie. Wirklich? Ja. Er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt. Ja, hat er. Ich war sogar dabei. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Was für, Digga, ich? Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich glaube, ich habe den sogar schon, ne? Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dankeschön. War einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Mal. Die Leute sind genauso sehr darauf angewiesen wie auf Kerzenschein oder Unsichtbarkeit. Na gut, dann sprechen wir mal mit Mirabelle. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe. Genau, das. Das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Er könnte mit dem Auge des Magnus zu tun haben. Ich will euch zugestehen, dass dieses Ding, diese Kugel sehr eindrucksvoll ist. Ganz einzigartig und gewiss einer näheren Untersuchung wert. Aber wir wollen doch keine voreiligen Schlüsse ziehen oder ihm eine Bedeutung zumessen, die über das hinausgeht, was wir mit Sicherheit wissen. Okay. Der Augur. Auf was habt ihr euch da nur eingelassen? Nun, was hier auch vor sich geht, was immer ihr vorhabt, seid sehr vorsichtig. Also, wo ist er denn bitte? Nun, er soll sehr mächtig sein. Er kann eine unglaubliche Menge magischer Energie aufnehmen, so heißt es. Aber er ist eigentlich kaum mehr als eine Legende. Ich bezweifle nicht, dass er existiert. Aber niemand hat ihn seit, nun, Jahrzehnten zu Gesicht bekommen. Oder noch länger? Ich weiß es gar nicht genau. Das einzige Mal, dass ich davon gehört habe, war, als vor ein paar Monaten diese Gestalten von der Synode auftauchten und danach suchten. Okay, was ist denn die Synode? Sie Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Okay, weiß sonst niemand, wo sich... Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Sulf, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch im Sulft. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal bei den... Ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses Ding schon haben. Was soll das sein? Dann fangen wir hier an in der Felsrinnenhöhle und laufen dann dahin. Ja, habt ihr da eure Wolfskämpfe wieder angenommen? Ja, Feierabend. Da hinten ist auch noch ein Draugr-Grab. Nein, wir gehen jetzt erstmal zu den Ruinen. Hallo Skiva. Hallo, ich würde dir gerne... Hey! Wo ist denn der andere? Da. So. Dann checken wir mal diese Ruinen aus. Das Drauge-Grab da hinten müsste man eigentlich auch nochmal mitnehmen irgendwann. Das nehmen wir sogar jetzt mit. Ich will wissen, was das kann. Mich wundert es, dass ich es da nicht schon mitgenommen habe.
Wir nehmen das auf jeden Fall jetzt mit. Wir haben ja jetzt mal wieder ein bisschen Zeit, wo wir mal ein bisschen Dinge erkunden können. Wir haben ja bei der Hauptquest jetzt auch schon mal wieder ein bisschen Nägel mit Köppen gemacht. Jetzt kann man mal wieder ein bisschen sich schweifen lassen, ne? Liebe Freunde. Warte mal, da vorne brennt aber Feuer. Anselwund. Du da hinten ein Bandit? Ne, ein aufstrebender Beschwörer bist du. Okay. Anselwund kommt mir bekannt vor. In Anselwund gibt es irgendein krasses Item. Da bin ich mir sehr sicher. Ich kann mich allerdings nicht mehr ganz erinnern, was für eins. Ist egal, wir werden es in der nächsten Folge herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.